Sei vorsichtig, Erik! Die Antenne über dem Leuchtgehäuse! Klappern! Halt dich fest! Ich komm nicht ran ohne Leiter! Lass die Finger davon! Ich sag nachher durch! Sie sollen die Techniker schicken! Lernt mir! Komm wieder rein! Der Wind wird stärker! Was hast du jetzt vor mit Messing? Weiß noch nicht. Tom und du, ihr macht's mir nicht gerade leichter. Ich hab genug von seinen Unverschämtheiten. Ich will ihn nicht mehr sehen. Für mich ist die Sache verdammt unangenehm. Wenn ich alles darüber berichte, kriegt er den Laufpass. Ja, das einzig Wahre. Er taugt nicht für den Leuchtturmdienst. Wenn man wochenlang abgeschnitten ist von der Welt, muss man mit der Crew auskommen können. Trotzdem. Ich verstehe nicht, warum ihr zwei plötzlich so gegen ihn seid. Er ist ein frecher, verlogener kleiner Teufel. Und außerdem... Außerdem? Jedenfalls ist er der widerlichste Bursche, der mir je untergekommen ist. Aber irgendwas muss da vorgefallen sein zwischen euch. Ihr sprecht nicht mehr mit ihm, behandelt ihn wie Luft. Und er grinst sich eins hinter eurem Rücken. Du hättest ihn mit dem letzten Proviantboot zurückschicken sollen. Wenn ich ihn aber während der Probezeit abschiebe, wird er entlassen. Du scheinst ihn ja sehr zu mögen. Nein. Sein Gehabe und seine ganze Art passen mir auch nicht. Er ist so arrogant. Manchmal würde man ihm am liebsten eine knallen. Dann tu's doch. Die letzten Wochen waren recht unerfreulich auf dem Turm. Wir sind alle geschafft. Na, ab nächsten Freitag habe ich Urlaub, Gott sei Dank. Und Messis Zeit ist dann auch um. Ja. Noch 2 Wochen, bis Tom und ich an der Reihe sind. Aber ohne ihn wird's hier oben sein wie im Paradies. Dieses Mal bin ich ehrlich froh, wegzukommen. Gwen möchte ein paar Tage nach Swansea mit mir. Wir haben dort Freunde. Und dann will ich den Motor von meinem Boot überholen. Tom sagt, er hätte nicht mehr richtig gezündet, als er das letzte Mal rausgefahren ist. Wo steckt er überhaupt? Hab ihn seit dem Frühstück nicht mehr gesehen. Er wollte runtergehen an den Generator. Ah ja, der verliert Öl und das stinkt wie die Pest. Ich habe ihm gesagt, er soll sich mal drum kümmern. Messi schläft wohl noch. Nimm's an. Naja, er hat Schicht gemacht die halbe Nacht. Kann schlafen, solange er will. Wie viel Uhr haben wir's denn? Bald 10. Zeit, dass Tom uns eine Tasse Tee bringt. Phil! Aufs Stichwort. Eric! Warum hat das denn so eilig? Schnell! Was gibt's? Messi! Und was hat er dann jetzt wieder angestellt? Messi ist tot. Er hat sich erhängt. Leuchtturm 9 an Küstenwache, bitte kommen. Leuchtturm 9 an Küstenwache, bitte kommen. Bitte kommen. Morgen, Phil. Hier Mordkill. Wie sieht's aus bei euch? Ihr bläst ein tüchtiger Südwest? Bei uns gibt's Schwierigkeiten. Einer meiner Leute ist tot. Was? Messi, unser Probemann, hat sich erhängt. Du wirst uns den Doktor schicken müssen. Sag's auch Inspektor Probert. Ich verbinde dich am besten gleich mit ihm. Dann kannst du selbst mit ihm sprechen. Hallo, Inspektor Probert. Inspektor Probert, hallo. Sind Sie's, Rollins? Bei euch ist was passiert. Inspektor, unser Probemann, Messi, hat sich umgebracht. Wie denn? Hat sich mit dem Seil an einem der Rohre vom Schlafraum erhängt. Habt ihr ihn abgeschnitten? Ja. Ich werde mit Dr. Rees rauskommen und ihn holen. Mit dem Boot ist nichts zu machen bei dem Sturm, Inspektor. Ich hab's einen Hubschrauber. Gerade noch, schätze ich. Okay, ich setz mich mit dem Rettungsdienst in Verbindung. Wann hat man ihn zuletzt lebend gesehen? Ich war um 8.30 Uhr nochmal hier, um mir meinen Anorak zu holen. Da hat er noch geschlafen. Der Strick hat ziemlich tief in seinen Hals eingeschnitten. Und Zweifel bestehen also keine, Doktor? Nein, Inspektor. Alle typischen Anzeichen für einen Erstickungstod sind vorhanden.
Hab sofort gesehen, dass er tot war. Er war ein verquerer Typ, aber sowas wünscht man keinem. Was meint er mit verquer? Naja. Es war nicht leicht auszukommen mit ihm, Inspektor. Er war kein umgänglicher Mensch. Bis Dr. Reese fertig ist, möchte ich noch mit jedem von Ihnen ein paar Worte reden. Ich kann nicht mehr viel hier tun, Inspektor. Es muss natürlich eine Obduktion vorgenommen werden. Auch glaube ich, wir sollten uns beeilen, wegzukommen. Der Sturm nimmt zu. Gut. Machen wir es kurz. Nun zufrieden. Was soll das heißen? Wer hat ihn denn wie Luft behandelt? Was wird ihm fertig gemacht haben? Dass ich nicht lache. Der hatte doch eine Elefantenhaut. Erik hat recht. Uns kannst du nicht die Schuld zuschieben, Phil. Ich konnte ihn nicht ausstehen, das stimmt. Aber mit seinem Selbstmord habe ich nichts zu tun. Um 8 Uhr heute früh war er noch okay. Hat sanft geschlummert. Ich kann's immer noch nicht fassen. Er war verquer, der Kerl. So viel steht fest. So verquer aber doch nicht, dass man das hätte erwartet. Trotzdem hat er's getan. Irgendwie fühle ich mich verantwortlich. Was hättest du machen können? Außer ihn nach Hause schicken. Hätte ich's nur getan. Also, man soll ja die Toten ruhen lassen. Aber noch nie ist mir ein Mann derart zuwider gewesen wie Massey. Und ich habe Typen gekannt bei der Marine. Was ist eigentlich vorgefallen zwischen euch? Na, was habt ihr ihm so übel genommen? Er war ein Schwein. Durch und durch falsch. Wenn du wüsstest, was er manchmal von sich gegeben hat. Auch über dich. Das war seine Lieblingsbeschäftigung, dauernd jemanden runterzumachen. Was aber trotzdem nicht erklärt, warum er sich erhängt hat. Als er von der Wache kam, bei Nacht, da war er wie immer. Die Polizei wird seine Familie ja wohl verständigen. Er hat nur eine Schwester. Ich weiß, er hat mit ihr zusammengelebt. Sie hat ihn versorgt. Auch so eine merkwürdige Person. Gwen sagt, sie grüßt kaum, wenn sie sich beim Einkaufen treffen. Wie lange wohnt Messi eigentlich schon in Pencarrick? Oh, seit 6 Monaten ungefähr. Früher ist er zur See gefahren, auf irgendwelchen Tankern und Handelsschiffen. Und in Pencarrick hat er erst auf der Bootswerft gearbeitet, bevor er sich bei uns beworben hat. Wenn er sich wenigstens einen anderen Turm ausgesucht hätte. Es scheint kein Zweifel zu bestehen, dass Ihr Bruder sich selbst das Leben genommen hat. Das hat mir die Polizei schon gesagt. Wir suchen natürlich ausfindig zu machen, warum er das getan hat. Er hat sich nicht selbst das Leben genommen. Ich fürchte aber, das steht fest. Ein Unfall kann es nicht gewesen sein. Er hat sich erhängt. Hat er irgendwelche Probleme? Das kann ich nicht sagen. Er hat mir nie viel erzählt. Ich habe ihm nur den Haushalt geführt. Naja, aber Sie sind doch seine Schwester. Deswegen hat er mir trotzdem nichts erzählt. Er ist immer sehr verschlossen gewesen. Hat er vielleicht finanzielle Sorgen? Glaube ich nicht. Das Haushaltsgeld hat er mir immer gegeben. Und für sein Fotogramm hat er immer genug. War das sein Hobby? Fotografieren? Ja, seine Fotoapparate und Kameras. Immer das Teuerste vom Teuersten. Ich weiß zwar nicht, wo er es hergenommen hat. Das Haus gehört ihm? Sehr richtig, ich wohne nur hier. Warum sind Sie so sicher, dass er nicht Selbstmord begangen haben kann? Weil er gar nicht den Mut dazu gehabt hätte. Und warum auch? Ja, er ist nicht gut ausgekommen mit seinen Kameraden im Leuchtturm. Die sagen, sei ein schwieriger Mensch gewesen. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Aber deswegen braucht man sich doch nicht gleich das Leben zu nehmen. Nein, natürlich nicht. Hat mein Bruder einen Brief hinterlassen oder sowas? Na, ich glaube nicht. Aber die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, Miss Messing.
Sind Sie fertig mit der Obduktion, Dr. Meredith? Ja. Irgendwelche Komplikationen? Sagen wir, ich bin nicht allzu glücklich im Augenblick mit dem Resultat. Ich hoffe, ich habe den Herrn nicht allzu lange warten lassen. Ach, Chefinspektor Vaughan, Sie kennen Dr. Meredith? Ja, wir kennen uns. Tag, Doktor, es freut mich, Sie wiederzusehen. Dr. Reese sollte eigentlich auch hier sein, er musste nur leider weg zu einem Unfall. Dr. Meredith ist aber voll im Bild. Ja, ich hatte Dr. Reese zugezogen, nachdem ich bei der Obduktion auf gewisse Unstimmigkeiten gestoßen bin. Er hat mich genau darüber informiert, was er im Turm festgestellt hat. Es tut mir leid, Chefinspektor, dass wir Sie holen mussten. Aber so wie es aussieht, werden Sie den Fall sicher selber übernehmen wollen. Meinen Sie, Inspektor? Sie haben vorhin am Telefon etwas von Leichenflecken erwähnt, Doktor? Ja, das war das Erste, was mich stutzig machte. Sie wissen doch, nach Eintritt des Todes folgt das Blut nur noch den Gesetzen der Schwerkraft und sammelt sich in den am tiefsten gelegenen Körperteilen. Das heißt, wenn der Tod bei einem liegenden Menschen eintritt, bilden sich bläulich verfärbte Stellen an den Schultern am Gesäß. Die sogenannten Leichenflecken? Ja. Während bei einem Menschen, der sich erhängt hat, diese Flecken an den Beinen und, wenn auch leichter, an den Händen, jedenfalls aber nicht an Schultern und Rücken erscheinen. Und bei Messi haben Sie diese Flecken nun an den falschen Stellen festgestellt? So ist es. Augenblick, Doktor. Ich glaube, gelesen zu haben, dass die Leichenflecken sich nach Eintritt des Todes verlagern können. Den Mann im Turm hatte man doch abgeschnitten und aufs Bett gelegt. Er lag also und liegt noch seit gestern Morgen auf dem Rücken. Richtig. Aber selbst wenn die Flecken sich nachträglich noch verlagert hätten, was durchaus möglich ist, hätte ich erwartet, zumindest an den Beinen Leichenflecken zu finden. Tatsache jedoch ist, dass auch Dr. Reese bei seiner ersten Untersuchung gestern Leichenflecken nur am Rücken festgestellt hat. Sie meinen also, der Mann kann nicht längere Zeit an einem Strick gehangen haben? Nicht nur das. Er muss laut Dr. Reese' Befund nach Eintritt des Todes zunächst einige Stunden lang flach auf dem Rücken gelegen haben. Denn so lange dauert es, bis sich diese Leichenflecken dort bilden. Was Dr. Reese aber nicht aufgefallen war. Dr. Reese ist kein Pathologe, er ist praktischer Arzt. Seine Aufgabe war nur, den Tod eines Mannes festzustellen, den man erhängt aufgefunden hatte. Er ist nicht, wie ich, darauf spezialisiert, allem zu misstrauen. Na schön und gut, Doktor, sicher alles sehr merkwürdig. Aber genügt das, um ernstere Schlüsse daraus zu ziehen? Das ist nur das Erste gewesen, was meinen Argwohn erregt hat. Sie haben noch mehr festgestellt? Leider ja. Der Strick um Messis Hals hat zwar erhebliche Fleischwunden verursacht, aber er sollte anscheinend nur dazu dienen, eine Reihe von Würgemalen zu kaschieren. Mit anderen Worten, Messi hat sich nicht erhängt, er ist erwürgt worden. Und das können Sie mit Sicherheit sagen? Mit absoluter Sicherheit. Die Anzeichen für einen Erstickungstod wären bei Tod durch Erhängen die gleichen gewesen. Aber unter den Stellen, die der Strick am Hals hinterlassen hat, habe ich eindeutig Verletzungen, die nur von Fingern herrühren können, festgestellt. Ganz abgesehen von der Fraktur des Zungenbeins, die ich da noch diagnostiziert habe. Dieser kleine hufeisenförmige Knochen zwischen Adamsapfel und Kinnlade wird fast immer bei Tod durch Erwürgen in Mitleidenschaft gezogen, aber so gut wie nie bei Tod durch Erhängen. Großartig. Mord als Selbstmord getarnt. Leuchtturm 9 aufnehmen? Ich will's gern versuchen. Robert, inzwischen nochmal die Namen. Also, Rowlands ist der Chefwärter? Ja. Der zweite nach ihm ist Tom Thomas. Zufällig sein Schwager. Denn Rowlands ist mit dessen Schwester Gwen verheiratet. Und der dritte heißt Thackeray? Ja. Eric Thackeray. Hm. Leumund? Einwandfrei. Sie waren alle drei bei der Marine. Ich denke, die kriegen besser nicht mit, dass wir einen Mord vermuten. Naja. Rowlands ist nicht auf den Kopf gefallen. Er wird schnell stutzig werden, wenn er hört, dass die Kriminalpolizei sich mit dem Selbstmord befasst. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Ihm könnte man es natürlich sagen. Denn er war es bestimmt nicht. Er hat den besten Charakter, den man sich denken kann. Wir wissen doch, jeder Mensch ist unter bestimmten Umständen fähig, ein Verbrechen zu begehen, nicht wahr? Ich muss davon ausgehen, dass es genauso gut er wie einer der beiden anderen gewesen sein kann. Und den Schuldigen, den wollen wir so lange wie möglich in Sicherheit wiegen. Also jedenfalls, einer der drei ist ein Killer. Turm 9 meldet sich. Hallo? Leuchtturm 9? Leuchtturm 9, Tom Thomas. Wer dort? Inspektor Probert. Was gibt's, Inspektor? Ist Phil Rowlands in der Nähe? Augenblick. Wollen Sie jetzt übernehmen, Sir? Okay. Ist das erste Mal, dass ich über Funken Untersuchungen führe. Dieser verdammte Sturm. Hallo, Inspektor Probert. Nein, ich bin Chefinspektor Vaughan. Chefinspektor Vaughan? Warum möchten Sie mich sprechen? Ich habe nur noch ein paar Fragen bezüglich Messi. Aber wir haben Inspektor Probert alles gesagt. Es geht noch um Folgendes. Hatte Messi Ihrer Ansicht nach irgendwelche Sorgen oder Probleme? Ich könnte es nicht sagen, Sir. Ich weiß von nichts.
Aber wenn er welche gehabt hätte, dann hätte er sich kaum einem von uns anvertraut. War er ein so verschlossener Mensch? Uns gegenüber schon. Wollen Sie damit irgendetwas andeuten? Ich bemühe mich, nichts anzudeuten. Hören Sie, Rowlands. Wenn Ihnen etwas bekannt ist, was mit dem Tod dieses Mannes zu tun haben könnte, dann ist es Ihre Pflicht, es mir zu sagen. Ich kann nur eins sagen, Sir. Keiner von uns ist gut ausgekommen mit Messing. Warum? Er ist uns allen auf die Nerven gegangen. Ja, wieso? Ich weiß zwar nicht, was die beiden anderen mit ihm gehabt hatten, aber jedenfalls ging es so weit, dass sie nicht mehr mit ihm gesprochen haben. Aha. Was hatten Sie gegen ihn? Ich konnte einfach nicht mit ihm. Ja, das genügt mir nicht, Rowlands. Zum Teufel, Sir, Sie untersuchen doch keinen Mord. Na ja, schön, Rowlands. Wir sprechen uns noch. Ende. Danke, Mordkay. Okay. Tja, das hat uns nicht groß weitergebracht. Auf den Kopf gefallen ist dir Phil Rowlands jedenfalls nicht, Inspektor. Er hat Verdacht geschöpft. Und die zwei anderen? Die haben sich nicht viel dabei gedacht. Wenn Rowlands ihnen keinen Floh ins Ohr setzt, dann halten sie es für Routine. Ich hoffe nur, Rowlands hat wirklich nichts mit dem Mord zu tun, denn wenn er der Schuldige ist, dann ist er jetzt gewarnt. Nein, er war es nicht. Für ihn lege ich die Hand ins Feuer. Was wissen wir über Messe? Er war 36 Jahre alt, ist meist auf Tankern oder Frachtern gefahren und für den Leuchtturm hat er sich erst vor ein paar Monaten beworben. Seine Probezeit wäre in 4 Wochen abgelaufen. Leuchtturm 9 war nach der Schulung sein erster Posten. Keine Lücken in seiner Vorgeschichte? Nur einige schon. Anscheinend hat er immer nur 1 oder 2 Fahrten bei einer Gesellschaft mitgemacht und ist dann nicht mehr angeheuert worden. Hat sich schon damals gern unbeliebt gemacht. Ah ja. Und seine Schwester? Auch so ein merkwürdiger Typ. Große, schwere Frau. Kurz angebunden. Etwas säuerlich. Zu holen ist nicht viel bei ihr. Niemand ist sehr zugänglich in diesem Fall. Naja, Penkerick ist ein kleiner Ort. Die Leute lassen sich nicht gerne in die Töpfe gucken. Trotzdem. Jetzt nehmen wir uns seine Schwester vor. Ich habe Ihnen doch gestern schon alles gesagt. Miss Messe, darf ich Ihnen Chefinspektor Vaughan vorstellen? Guten Tag, Miss Messe. Warum denn jetzt auch noch ein Chefinspektor? Was ist denn los? Sie leben noch nicht lange hier, nicht wahr? Wir haben früher in Nordengland gelebt. Weshalb wir kommen, Miss Messe? Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass sich inzwischen etwas Neues ergeben hat. Im Zusammenhang mit dem Tod Ihres Bruders. Ich habe ja gleich gesagt, Selbstmord war es nicht. John hätte sich nie das Leben genommen. Es war aber auch kein Unfall, fürchte ich. Ihr Bruder wurde umgebracht. Tja. Genau genommen wundert's mich nicht. John war keiner, der sich Freunde gemacht hat. Er ist nie ausgekommen mit den Leuten. Immer gab's irgendwelche Geschichten. Wissen Sie, ob er auch Schwierigkeiten hatte mit einem der Männer vom Leuchtturm? Keine Ahnung. Ich habe ihn ja nicht mehr gesehen, seit er dort draußen angefangen hat. Aber Sie haben doch seine Kollegen sicher früher schon mal kennengelernt. Ich nicht. John vielleicht. Aber er hat nie was gesagt davon. Ja, dann möchten wir uns mit Ihrer Erlaubnis hier etwas umsehen. Warum? Vielleicht finden wir einen Anhaltspunkt, warum man ihn getötet hat. Alles, was ihm gehört hat, ist in seinem Zimmer. Er hat seine Sachen sehr ordentlich gehalten. Das hat er wenigstens gelernt auf See. Bitte? Alles Schriftliche hat er in der Schreibkommode aufgehoben. Und der Raum nebenan? Eine Abstellkammer. Er hat sie als Dunkelkammer benutzt. Dort hat er auch seine Fotoausrüstung und das ganze Zeug. Danke, Miss Messe. Wenn Sie was brauchen, dann rufen Sie mich. Sie trägt es mit Fassung. Also, dann wollen wir mal. Nichts von Interesse. Wenig Garderobe, aber tipptopp alles. Sehen wir uns doch mal in der Dunkelkammer. Genauso ordentlich. Vergrößerungsgerät, 2 Kameras. Müssen eine schöne Stange Geld gekostet haben. Teleobjektive. Kaum ein Anzug, aber Fotoausrüstung im Wert von ein paar 1000 Pfund. Fotografieren war jedenfalls großgeschrieben bei ihm. Dutzende von Fotoalben.
Schiffe. Seevögel. Tolle Aufnahmen. Wie kommt man nur so nah an einen Vogel ran? Mit einem teuren Teleobjektiv. Ja, wahrscheinlich. Eine Schublade ist abgeschlossen. Aus Rücksicht auf seine Schwester vielleicht. Probieren Sie mal. Vielleicht passt ihr. Passt. Na dann. Leer? Nein. Ein Umschlag. Und? Negative. 4. 35 mm. Ein Boot in einer Felsbucht. Ein Sportwagen mit einem Mann und einer Frau. Hier, das sind dieselben, glaube ich, auf einer Bank. Nicht weiter aufregend. Aber warum denn in einer verschlossenen Schublade? Verstehe ich nicht. Am besten nehmen wir sie mit. Nein, Mrs. Rawlins. Sie wissen, was passiert ist, Gwen. Inzwischen weiß es ja sicher schon der ganze Ort. Ja, aber was möchten Sie von mir? Ich habe den Mann nicht gekannt. Mrs. Rawlins, wir wollen Sie nur fragen, ob Sie wissen, wie Massey und Ihr Mann miteinander ausgekommen sind. Keine Ahnung. Das war doch das erste Mal, dass Massey bei der Mannschaft war. Aber Ihr Mann hat Massey sicher schon gekannt, bevor er seinen Dienst bei ihm angetreten hat. Soviel ich weiß, hat er ihn höchstens ein paar Mal gesehen, nachdem er angenommen worden war. Und hat er mit Ihnen über Massey gesprochen? Er hat mir nur erzählt, dass er auf Probe verpflichtet worden ist. Oh. Sie wissen also keinen Grund, warum böses Blut geherrscht haben sollte. Zwischen Ihrem Mann und Massey. Nein. Warum auch? Und Massey hat sich doch selbst umgebracht. Oder nicht? Mrs. Rawlins, ich muss jetzt eine etwas delikate Frage an Sie stellen. War auch alles in Ordnung zwischen Massey und Eric Zachary? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Denken Sie nach, Mrs. Rawlins. Ich verspreche Ihnen, dass alles, was Sie sagen, unter uns bleiben wird. Was soll das alles? Es handelt sich nicht um Selbstmord. Sie müssen uns sagen, was Sie wissen. Aber was soll ich denn wissen? Was könnte vorgefallen sein zwischen Massey, Ihrem Mann und Eric Zachary? Ich sag doch, ich weiß von nichts. Mrs. Rawlins, Sie haben oder hatten ein Verhältnis mit Eric Zachary? Ich? Und das hat John Massey herausbekommen. Sie lügen. Zeigen Sie die Bilder, Inspektor. Hat Phil die gesehen? Die Geschichte stimmt also. Aber so war's nicht. Nicht, was Sie denken. Mrs. Rawlins, wir haben Grund zur Annahme, dass John Massey nicht Selbstmord begangen hat, sondern umgebracht worden ist. Und soweit wir im Augenblick sagen können, war das Motiv möglicherweise Ihr Verhältnis mit Eric Zachary. Wie? Vielleicht hat Massey Eric erpresst mit den Bildern, um Massey loszuwerden. Aber das ist doch verrückt. Eric kann keiner Fliege was tun. Hat Eric Zachary Ihnen gegenüber je eine Andeutung darüber gemacht, dass irgendjemand von Ihrer Affäre wusste? Nie. Phil würde mich umbringen, wenn er erfahren würde. Umbringen? Mrs. Rawlins? Nein, umbringen würde Phil niemanden. Und es war ja auch so gut wie nichts. Er ist zwar sehr jähzornig, aber umbringen würde er keinen. Eher so wenig wie Eric. Aber dann bleibt nur Tom, Ihr Bruder. Hat er von der Sache mit Eric Zachary gewusst? Ja? Ja. Irgendwie war er dahinter gekommen. Kurz bevor er das letzte Mal wieder hinaus musste, hat er mir die Hölle heiß gemacht. Wie ich sowas tun könnte. Ich musste ihm versprechen, Eric aufzugeben. Hat Tom etwas von den Aufnahmen gewusst, die Massey gemacht hatte? Nein. Er kann nichts davon gewusst haben, sonst hätte er es gesagt. Schon, um mich noch mehr in die Enge zu treiben. Ja. Massey muss dann erst draußen im Turm damit rausgekommen sein. Okay, Sie können nach Hause gehen, Mrs. Rawlins. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Gwen. Eins scheint sich herauszukristallisieren. Rawlins dürfte es nicht gewesen sein. Hätte er davon gewusst, dann hätte er Zachary umgebracht. Nicht Massey.
Doris Mercier wohl wusste, dass ihr Bruder in der Presse war? Gehen wir hin und fragen Sie. Wie oft wollen Sie eigentlich noch kommen? Ich kann Ihnen weiter nichts sagen. Sie müssen schon entschuldigen, Miss Mercier. Aber sehen Sie sich doch mal die Aufnahmen an. Wir haben die Negative in der Dunkelkammer Ihres Bruders gefunden. Erkennen Sie jemanden? Die Frau kenne ich, glaube ich. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Den Mann kennen Sie nicht? Nein. Er ist einer der Leuchtturmwärter, mit denen Ihr Bruder gearbeitet hat. Eric Thackeray. Mit der Frau des Chefwärters. Dass er es nicht lassen konnte. Dass er was nicht lassen konnte, Miss Mercer? Erpressung? Nennen Sie es, wie Sie wollen. Vor 8 Jahren hat er deswegen schon mal gesessen, in Kanada. Was war das für eine Sache? Da hat er sich Geld vom ersten Mart auf seinem Schiff zu verschaffen versucht. Er hat gedroht, seiner Frau Bilder von ihm und einem Mädchen zu schicken, die er in irgendeinem fremden Hafen aufgenommen hatte. Tja. Aber der Mart ging zum Kapitän und als sie in Kanada anliefen, hat die Polizei meinen Bruder vom Bord geholt. Davon ist nie was durchgesickert. Er wird es kaum erzählt haben, als er sich hier für den Leuchtturmdienst beworben hat. Und über diese Sache wissen Sie nichts? Nein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er deswegen ermordet worden ist. Wie stehen die Wetteraussichten für morgen, Mordke? Das Wetter wird besser. Der Wind dreht auf Süd und flaut ab. Was meinen Sie? Können wir hinausfahren morgen zum Turm? Schwer zu sagen vor Tagesanbruch, Sir. Ich würde mich nicht drum reißen. Aber vielleicht findet sich einer, der Sie fährt. Wir müssen versuchen, hinauszukommen. Tja, dann viel Glück. Ach übrigens, da fällt mir ein, Sie kennen doch wohl so ziemlich alle Boote hier an der Küste. Gehört zu meinem Job, Sir. Zeigen Sie ihm noch mal das Bild mit dem Booten, Inspektor. Irgendeine Idee, wem der Fischkutter gehört, Mordke? Kennen Sie das Boot? Und ob? Das ist die Madeleine Louise. Gute alte Bekannte. Französin? Registriert in Saint-Malo. Ein ganz durchtriebenes Luder. Wieso? Fischt innerhalb unserer Hoheitsgewässer. Ist außerdem schmuggelverdächtig. Haben ihr nur noch nie was nachweisen können. Oh, ich hab gedacht, hier an der Küste wird nicht mehr geschmuggelt seit dem Krieg. Zigaretten und Spirituosen kommen immer noch rüber. Und Rauschgift natürlich und unerwünschte Immigranten. Aber was zum Teufel hat Filzboot bei der Madeleine Louise zu suchen? Filzboot? Phil Rowlands kleines Motorboot. Unterm Vergrößerungsglas können Sie sogar die Nummer lesen. PN 132. Phil Rowlands Boot. Inspektor, wir sind wieder bei Null angelangt. Wo kann die Aufnahme gemacht worden sein, Mordke? Kennen Sie die Stelle? Die Felsen? Das ist an der wilden Küste weiter oben. Aber dort würde ein französischer Fischkutter doch kaum vor Anker gehen. Normalerweise bestimmt nicht. Na, das wird die Kollegen vom Zoll interessieren. Und Phil Rowlands dürfte einiges zu erklären haben. Sobald wir ein Boot auftreiben, das uns zu ihm hinausbringt. Wir hätten noch ein paar Stunden warten sollen. Wahnsinn, sich jetzt schon aufs Meer zu wagen. Das ist trotzdem fantastisch. Ich wäre froh, wenn wir schon dort wären. Mit schwacher Magen. Ha. Meiner ist auch nicht besonders. Sprechen wir lieber von was anderem. Also, was ist mit Rowlands? Denken Sie, er ist unser Mann? Na, wir haben jetzt auf jeden Fall 2 Verdächtige. Messers Negative sollten zweifellos der Erpressung dienen. Und zwar wollte damit nicht nur Thackeray wegen Ben Rowlands unter Druck setzen, sondern auch Rowlands wegen irgendwelcher Schmuggelgeschichten. Aber Tom Thomas steht auch noch auf meiner Liste. Wenn Tom Grund zu der Befürchtung hatte, dass Messe seine Schwester bloßstellen würde, dann ist es sicher leicht möglich, dass er ihm an die Gurgel gefahren ist. Trotzdem. Rowlands hatte nach meiner Ansicht das stärkere Motiv. Er, ein angesehener Leuchtturmwärter, wegen Schmuggel vor Gericht gestellt, womöglich zu hoher Freiheitsstrafe verurteilt. Nein. Er musste den Mann, den in der Hand hatte, einfach mundtot machen. Also, Thackeray, erst Nummer 1? Ist auf Platz 2 verdrängt. Liegt aber immer noch vor Ihrem Favoriten, Tom. Och, mein Favorit ist er nicht.
Finde nur, man kann ihn nicht einfach ganz vergessen. Naja, bald werden wir klüger sein, hoffe ich. Wir haben's gleich geschafft. Dass sie es riskiert haben zu kommen? Naja, was tut man nicht alles? So, nun sind wir ja alle versammelt. Warum haben Sie mich an der Nase herumgeführt, Sir? Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie Chef der Kriminalpolizei sind? Weil das nicht mit Selbstmord zu tun haben, Rawlins, sondern mit Mord. Was zumindest für einen von Ihnen bestimmte Konsequenzen haben dürfte. Was soll das heißen? Messi hat sich erhängt. Wir müssen es doch wissen. Ruhig, Eric. Lass uns erst hören, was die Herren vorzubringen haben. Sagen Sie es nicht, Sir. Sagen Sie es nicht. Es gibt sonst nur ein neues Unglück. Was soll er nicht sagen, Tom? Zum Teufel, was wird hier gespielt? Wir glauben, Rawlins, dass Messi zwei Männer hier im Turm erpresst hat. Und dass einer der beiden Sie sind. Wieso zwei Männer? Wieso mich? Eins nach dem anderen. Nein, nicht. Thackeray. Überlegen Sie, was Sie tun, Sir. Hat Messi Sie mit Fotos erpresst, auf denen Sie Gwen Rawlins im Arm halten? Was sagen Sie da? Glaub ihm kein Wort, Phil. Würden Sie das wiederholen? Zeigen Sie ihm die Aufnahme, Inspektor. Thackeray! Halten Sie ihn zurück! Ich bring dich um! Rawlins, hören Sie doch! Nehmen Sie sich zusammen, Mann! Tut mir leid, dass ich es Ihnen auf diese Weise beibringen musste, Rawlins, aber ich hatte keine andere Wahl. Phil, lass mich erklären. Spar sich das für später auf, Thackeray. Ihre privaten Angelegenheiten interessieren uns nicht. Ich bin hier, um einen Mord aufzuklären. Ein Mord, der von einem von Ihnen dreien begangen worden sein muss. Sie werden gleich noch einen erleben. Rawlins, entweder geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie sich ruhig verhalten, oder ich lege Ihnen Handschellen an. Also, Thackeray. Hat Messi Sie erpresst? Ja. Oder jedenfalls so ungefähr. Er hat mir die Bilder gezeigt und gesagt, er hätte sich noch nicht entschlossen, was er tun will damit. Hat er kein Geld verlangt? Nein, so weit war es noch nicht. Er wollte mich erst ein bisschen auf die Folter spannen. Und deswegen haben Sie ihn erwürgt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Das hätte ich nie gekonnt, obwohl er es verdient hatte. Ich habe nur... Was? Ich habe ihm eines Nachts die Bilder gestohlen und sie ins Meer geworfen. Er hat aber am nächsten Morgen bloß gelacht und gesagt, er hätte ja noch die Negative und würde eben neue Abzüge machen, noch größere und noch schärfere. Tom, Thomas, haben Sie von der Sache gewusst? Dass auch Messi von der Geschichte wusste, höre ich zum ersten Mal. Aber Sie wussten davon? Ja, von Gwen. Ist das wahr, Tom? Du hast es gewusst und mir keinen Ton gesagt. Was hätte es genutzt, Phil? Ich habe Gwen die Hölle heiß gemacht. Aber sie hat das gesagt... Das interessiert uns nicht. Rawlins. Was denn noch? Gehört Ihnen ein Motorboot mit der Zulassungsnummer PN132? Ja. Zeigen Sie mal das andere Bild, Inspektor. Wie viel von dem Zeug haben Sie denn noch? Erkennen Sie die beiden Boote, Rawlins? Aufhalten! Thomas! Halten Sie ihn auf! Jetzt ist er auf und davon. Ja, und wir sitzen hier fest. Was soll denn das? Verdammt nochmal. Ihr feiner Schwager hat uns eingesperrt. Thomas! Machen Sie keinen Unsinn! Sie kommen doch nicht weit! Hoffentlich hat er keine Waffe. Nein, es gibt keine Waffen auf dem Turm. Aber kann mir nicht endlich einer sagen. Jetzt müsste doch schon unten sein. Können Sie was sehen? Nein. Doch, er läuft auf die Mole zu. Was können wir mit der Tür machen? Na, dazu brauchen Sie Dynamit. Wo will er denn hin? Du hältst die Fresse, du Schwein. Er springt in unser Boot. Und ab geht's. Der Täter steht also fest. Gut, machen wir weiter. Rawlins, was sagen Sie zu der Aufnahme? Das ist mein kleines Boot. Und der Kutter ist der Franzose. Ein Schmuggler, auf den die Küstenwache schon lange scharf ist. Sie geben also zu, dass Sie in Schmuggelgeschäfte verwickelt sind. Und käme ich dazu. Das Boot läuft zwar unter meinem Namen, aber es gehört Tom und mir zusammen. Wenn er frei ist und ich Dienst habe, benutzt er es. Ob der Kutter zurzeit vielleicht irgendwo in der Nähe ist? Der kreuzt dauernd in der Gegend hier rum. Ich sehe ihn öfter außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Nicht zu fassen, mein Herr Schwager. Ein Mörder und Schmuggler. Sollten wir ihm nicht die Marine auf den Hals setzen? Die haben doch ihr Schnellboot vor Milford liegen. Ja. Rawlins, nehmen Sie mal Verbindung auf. Wir brauchen ja Hilfe, um hier wieder rauszukommen.
Was ist? Tot! Das verdammte Ding. Tom muss den Sender lahmgelegt haben. Der Hauptschalter ist nebenan. Scheiße. Sie werden erst merken, dass was nicht stimmt, wenn der Turm dunkel bleibt heute Abend. Er darf nicht dunkel bleiben. Zwei große Öltanker kommen hier vorbei. Die brauchen uns. Wir müssen hier raus. Nur keine Panik, Rollins. Ich bin verantwortlich für den Turm. Wenn einer aufläuft, verpesten tausende Tonnen vom Rohöl die Küste. Noch haben wir ja das Walkie-Talkie. Polizeipiepser. Der reicht doch nicht weit. Ist auch nicht nötig. Hören Sie mal. Ein Hubschrauber. Alpha 96 an Hubschrauber. Alpha 96 an Hubschrauber. Chefinspektor Vaughan an Sergeant Matthews. Ich werde die Instruktionen wiederholen, da ich euch nicht empfangen kann. Tom Thomas, verdächtig des Mordes an John Massey auf Leuchtturm 9, ist entflohen mit Motorboot. Scheint Kurs Nord genommen zu haben. Möglicherweise Richtung auf den französischen Kutter Madeleine Louise. Folgen und observieren. Küstenwache informieren. Soll versuchen, Fluchtboot zu stoppen. Eventuell Marine zuziehen. Außerdem Hilfe schicken zu Leuchtturm 9. Sind dort eingeschlossen. Sender außer Betrieb. Ich wiederhole. Alpha 96 an Hubschrauber. Alpha 96 an Hubschrauber. Hier spricht Chefinspektor Vaughan. Danke, Matthews. Jemand verletzt, Sir? Nur unser Stolz, Sergeant. Tom Thomas, dieser Teufel, hat uns hier eingesperrt. Habt ihr ihn? Ein Schnellboot verfolgt ihn. Der Franzose war in der Nähe, hat sich dann aber davon gemacht. Muss Lunte gerochen haben. Noch ein paar Meilen und Thomas hätte dort an Bord gehen können. Die Jungs von der Marine haben ihn inzwischen gefasst. Gut gemacht, Sergeant. Ja. Wir wissen jetzt mit einer Tasse Tee für uns alle. Oh, Thackeray, brauchen Sie uns eine Kanne? Aber gern. Rollins, das tut mir leid, dass wir Sie in falschem Verdacht hatten. Aber diese Zusammenhänge konnten wir nicht ahnen. Nicht Ihre Schuld, Sir. Und das heißt ja auch, der eigene Mann ist immer der Letzte, der es erfährt. Phil, es war sicher alles halb so wild. Die Bilder hier haben noch nicht viel zu bedeuten. Für Sie vielleicht nicht, Inspektor. Aber Messi kann froh sein, dass er nicht mehr lebt. Ich weiß nicht, was ich sonst anfangen würde mit ihm. Was er getan hat, ist noch gemeiner als das, was Thackeray sich geleistet hat. Und wegen Schmuggelei hat er also Tom Thomas erpresst. In dem Fall wird er Geld, nehme ich an. Dass der sich nicht den Hals gebrochen hat, der muss doch in den Felsen rumgekrochen sein, um sich die Aufnahmen von den beiden Booten zu verschaffen. Ich glaube immer noch nicht, dass Tom diesen Kerl umbringen wollte. Nicht kaltblütig jedenfalls. Das muss in blinder Wut geschehen sein. Er hat den Mord aber nachher sehr kaltblütig zu vertuschen versucht. Sie haben gesagt, Rollins, dass Sie um 8.30 Uhr vorgestern früh Messi im Bett liegen sahen, ja? Ja, ja. Da hat er geschlafen. Nein, nicht geschlafen. Er muss bereits tot gewesen sein, dem ärztlichen Befund nach. Er muss schon in der Nacht erwürgt worden sein. Vielleicht um 4 oder 5, nachdem Messi von der Wache kam. Mhm. Um die Zeit müssen Sie sich in die Haare geraten sein, Tom und er. Plötzlich war's passiert. Um nachdenken zu können, hat Tom den Toten erstmal aufs Bett gelegt. Daher auch die Leichenflecken auf seinem Rücken, die Dr. Mierdes stutzig gemacht haben. Erst ein paar Stunden später, als Rollins mit Thackeray oben im Leuchtgehäuse war, da hat er Massey erhängt und gehofft, auf diese Weise die Würge mal am Hals zu kaschieren. Sogar einen Stuhl umzuwerfen hat er nicht vergessen. Scheiße. Ich hätte es ihm nicht zugetraut. Wie ein böser Traum kommt mir alles vor. Leuchtturm 9 von Bernard Picton.